Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu einem neuen Video zusammen mit mir. Ich bin Felix der Weise. Das neue Train Sim World 4 steht in den Startlöchern und schon in der kommenden Woche wird es soweit sein, da können die ersten beiden Editionen von Train Sim World 4 bereits gespielt werden. Train Sim World 4 soll offiziell am 26. September 2023 veröffentlicht werden. Vorbestellende der Deluxe oder Special Edition können dieses Spiel bereits ab Donnerstag, dem 21. September 2023 spielen. In diesem Video werde ich euch alle Strecken und Züge zeigen, die im neuen Train Sim World 4 enthalten sind. Es gibt von Train Sim World 4 insgesamt nach aktuellem Stand 8 Editionen. Ich werde mich hierbei auf die drei Editionen beziehen, die aktuell von Train Sim World 4 vorbestellt werden können. Das sind die Standard-Edition von TSW 4, die Deluxe-Edition und die Special-Edition. Dann gibt es noch 5 verschiedene regionale Editionen von Train Sim World 4. Diese werden aber erst zum Release am 26. September verfügbar sein und auch einen Teil der hier vorgestellten Strecken und Züge beinhalten. Wir beginnen nun mit den Inhalten der Standard-Edition von Train Sim World 4. Und die Standard-Edition von Train Sim World 4, diese wird gleich 3 neue Strecken sowie neue Fahrzeuge beinhalten. In allen Train Sim World 4 Editionen ist auch das Trainingscenter dabei. Und dazu gibt es die Diesellokomotive Class 66, da mit dieser auch einige Grundtutorien im Trainingscenter absolviert werden können. Das Trainingscenter ist wie gesagt in jeder Train Sim World 4 Edition enthalten, genauso wie die Diesellokomotive Class 66. Weiterhin wird es auch erstmals eine österreichische Strecke in Train Sim World 4 geben und das ist die Strecke S-Bahn Vorarlberg. Diese hat eine Länge von 44 Meilen, das entspricht 70 Kilometern. Insgesamt gibt es hier 26 Stationen und auch erstmals einen neuen Zug. Zunächst aber hier der Streckenverlauf. Dieser beginnt in Deutschland am Bahnhof Lindau Hauptbahnhof und führt nach gut 6 Kilometern über die deutsch-österreichische Grenze im nördlichen Teil entlang des Bodensees und dann immer weiter bis nach Bludenz. Außerdem ist auch der Streckenabschnitt von Bregenz nach Lussenau enthalten. Also auch eine sehr lange Strecke und eine Strecke, auf der sehr viel Zugverkehr besteht. Und den passenden österreichischen Zug, den gibt es natürlich zur S-Bahn Vorarlberg und das ist der Triebwagen ÖBB 4024. Ein vierteiliger Triebwagen der von Bombardier, es ist der Bombardier Talent 1. Außerdem gibt es für zusätzlich mit dieser Strecke auch eine passende Lokomotive für den Güterverkehr. Das ist eine Trax-Lokomotive, die Lokomotive Baureihe 185.5 mit verschiedenen Güterwagen und das Ganze sorgt auf dieser Strecke für Abwechslung. Natürlich darf auch eine amerikanische Strecke in Train Sim World nicht fehlen. Diesmal geht es wieder in den US-Bundesstaat Kalifornien und hier gibt es für Train Sim World 4 die Antelope Valley Line. Diese Strecke hat eine Länge von 76,5 Meilen, das entspricht 123 Kilometern. Es sind 13 Stationen dabei und erstmals ist auch Los Angeles in Train Sim World 4 vorhanden. Es ist schon die dritte Strecke, die es für Train Sim World aus Kalifornien gibt. Und diese Strecke verbindet, wie gesagt, Los Angeles mit dem Los Angeles County, genau gesagt mit dem LA Northern County. Und die Fahrt mit dem passenden Zug dazu dauert gute 2 Stunden, da die Durchschnittsgeschwindigkeit auf dieser Strecke zwischen 35 Meilen und 40 Meilen liegt. Es gibt natürlich auch dazu den passenden Zug mit einer hochmodernen Diesellokomotive, die Lok EMDF 125 und außerdem dazu die Hyundai Rotem Doppelstockwagen inklusive eines fahrbaren Steuerwagen. Auf der Strecke sind, genauso wie auch auf der S-Bahn Vorarlberg, natürlich auch additionelle Fahrplanfahrten möglich, sofern ihr weitere DLCs besitzt. Und dann gibt es auch neu eine englische Strecke und zwar die längste englische Hochgeschwindigkeitsstrecke, das ist die East Coast Mainline. Genauer gesagt der Abschnitt der East Coast Mainline von Peterborough nach Doncaster. Die Strecke hat eine Länge von 80 Meilen, das entspricht 128 Kilometern und mit dieser Strecke zusammen, entlang der Strecke befinden sich 5 Stationen und mit dieser Strecke zusammen gibt es auch erstmals den Hochgeschwindigkeitszug Class 801 Azuma und dieser Zug
ist ein moderner Hochgeschwindigkeitszug, der ursprünglich in Japan entwickelt wurde und seit längerem auf der East Coast Mainline zwischen London und Edinburgh unterwegs ist. Ja, das sind im Wesentlichen so die Inhalte der Trainsim World 4 Standard-Edition, also drei neue Strecken und gleich drei neue Züge, also der Umfang kann sich durchaus sehen lassen. Es wird von Transim World 4 aber auch eine Deluxe-Edition geben und die Deluxe-Edition von Transim World 4, die verfügt über zwei weitere, anfangs auch exklusive Inhalte. Es handelt sich hierbei um zwei zusätzliche Fahrzeuge. Zum einen wird es nicht nur die beiden zusätzlichen Fahrzeuge geben, sondern auch eine zusätzliche Strecke. Und außerdem können diejenigen, welche die Deluxe-Edition vorbestellen, Transim World 4 auch schon 5 Tage früher spielen, nämlich am 21. September und erhalten eben noch den Soundtrack und die Wallpapers zusätzlich. Und es gibt, wie gesagt, noch eine deutsche Strecke. Die exklusiven Fahrzeuge, das sind die Dampflokomotive Flying Scotsman. Diese erscheint zusammen mit Szenarien und Fahrplanfahrten für die englische Strecke East Coast Mainline. Also die, ich möchte nochmal dazu sagen, die Deluxe-Edition beinhaltet alle Inhalte der Standard-Edition sowie zwei exklusive Zusatzinhalte und eine weitere deutsche Strecke. Die Dampflokomotive Flying Scotsman ist wie gesagt eine der Exklusivinhalte. Diese erscheint mit Szenarien für die englische Strecke East Coast Mainline. Es gibt dazu außerdem auch passende historische Personenwagen. Dann wird es auch ein weiteres Exklusivfahrzeug geben. Das ist die Lokomotive Baureihe 193 Vectron. Diese Lokomotive erscheint mit Szenarien und Fahrplanfahrten für die deutsche Strecke Dresden-Riesa. Außerdem wird es zusammen mit dieser Lokomotive auch einen neuen Güterwagen geben, den Eanos-Güterwagen. Hier sehen wir nochmal einen Blick des Führerstandes dieser Lokomotive. Und ja, mit dieser Lokomotive, wie gesagt, Szenarien und Fahrplanfahrten für die deutsche Strecke Dresden-Riesa, auch bekannt als Nahverkehr Dresden. Denn auch diese Strecke wird in der Transim World 4 Deluxe Edition enthalten sein. Und die Strecke Dresden-Riesa bekommt außerdem ein Upgrade auf Transim World 4. Das heißt, diese Strecke wird alle Transim World 3 und Transim World 4 Features bekommen und erscheint dann im neuen Glanz. Hierzu muss noch gesagt werden, die beiden Exklusivfahrzeuge, also die gerade gezeigte Flying Scotsman und die 193, die werden ab Ende Oktober, genauer gesagt ab 26. Oktober, auch als Einzel-DLC erhältlich sein. Der Preis wird dann pro Fahrzeug 14,99 betragen. Und ja, mit der Transim World 4 Deluxe Edition gibt es nicht nur diese beiden anfangs exklusiven Fahrzeuge, sondern auch die deutsche Strecke Dresden-Riesa. Hierzu muss aber noch gesagt werden, wer diese Strecke bereits im Besitz hat für eine Vorgängerversion von Transim World 4, zum Beispiel Transim World 3, und Transim World 4 auf der genau gleichen Plattform mit demselben Account spielt, der kann diese Strecke wie alle anderen DLCs auch natürlich kostenlos übernehmen und wird die neuen Upgrades auch kostenlos für die Strecke Dresden-Riesa bekommen. Die deutsche Strecke Dresden-Riesa hat auch einen sehr umfangreichen Fuhrpark. Dazu zählt das Fahrzeug Baureihe 442 Talent 2. Dann gibt es hierzu weiterhin auch das Fahrzeug Baureihe 146.2 sowie die Doppelstockwagen der vierten Generation. Dann natürlich die Baureihe 143 ist ebenfalls bei dieser Strecke dabei, genauso wie die Baureihe 185.5 für den Güterverkehr mit verschiedenen Güterwagen. Und natürlich können die Doppelstockzüge auch mit dem Steuerwagen der vierten Generation gefahren werden. Auf der Strecke wird es ebenfalls additionelle Fahrplanfahrten geben, sofern weitere DLCs im Besitz sind. Da kann dort zum Beispiel der ICE 3 oder der City gefahren werden. Ja, das waren soweit die Inhalte der Transim World 4 Deluxe Edition. Also bei der Deluxe Edition ist zusätzlich eine deutsche Strecke dabei, sowie zwei anfangs exklusive Fahrzeuge. Und wem das alles nicht reicht, dafür wird es dann noch eine Special Edition von Transim World 4 geben. Diese beinhaltet neben allen Inhalten der Transim World 4 Standard- und Deluxe Edition zusätzlich 4 weitere Strecken und die Special Edition kann ebenfalls 5 Tage früher, also ab 21. September, gespielt werden.
diese vier Strecken. Darunter verbirgt sich auch eine deutsche Strecke. Hierzu sei noch einmal gesagt, es handelt sich hier um vier Strecken, die für die Vorgängerspiele Transom World 3 und Transom World 2 veröffentlicht wurden. Wer diese Strecken oder einen Teil dieser Strecken schon besitzt, kann diese natürlich kostenlos in TSW 4 übernehmen. Voraussetzung, wie schon gesagt, gleicher Account und gleiche Plattform. Eine deutsche Strecke ist ebenfalls unter diesen vier Strecken, das ist die linke Rheinstrecke von Koblenz nach Mainz, eine Länge von gut 90 Kilometern, angesiedelt im Jahr 1997. Dazu gibt es die Elektrolokomotive Baureihe 103 sowie Intercity-Wagen im damaligen Design, also weiß bzw. lichtgrau und orientrot, und hier eben auch die Baureihe 103 in der weiß bzw. rot-beigen Lackierung. Für den Personennahverkehr gibt es die Baureihe 110.3 sowie die Nahverkehrswagen Mindlinge bzw. Ex-Silberlinge, dazu auch den Karlsruher Steuerwagen in der lichtgrauen Türkisenlackierung. Ebenfalls wird es auch Güterzugfahrten für die Baureihe 110.3 geben. Weiterhin gibt es dann auch eine englische Strecke in der Special Edition, das ist die Strecke South Eastern High Speed. Ich möchte hier darauf hinweisen, dass ein Teil der Screenshots hier nicht aus Transom World 3, sondern teilweise noch aus TSW 2 stammt, denn die Strecke South Eastern High Speed verfügt genauso wie die linke Rheinstrecke bereits über die TSW 3 Features. Das bedeutet eben neue Wolken, neue Schatten, und die Strecke South Eastern High Speed verbindet den Bahnhof London St. Pancras International mit Ashford, das heißt, hier ist die komplette Hochgeschwindigkeitsstrecke High Speed 1 enthalten. Dazu außerdem die Streckenabschnitte von Dartford über Ebbsfleet bis nach Faversham. Dazu gibt es den Hochgeschwindigkeitszug Class 395 Javelin. Außerdem für den Personennah- und Regionalverkehr gibt es hier ebenfalls die Fahrzeuge der Class 465 und die Class 375-9 Elektrostar. Und für den Güterverkehr gibt es hier ebenfalls nochmal die Class 66 mit verschiedenen Güterwagen. Dies ist mit einer der abwechslungsreichsten englischen Strecken. Eine zusätzliche amerikanische Strecke gibt es ebenfalls in der Transom World 4 Deluxe Edition, in der Transom World 4 Special Edition, nicht in der Deluxe Edition. Das ist die Strecke Boston Sprinter. Auch diese verfügt mittlerweile über die neuen Transom World 3 Features. Dazu gibt es die Elektrolokomotive Amtrak City Sprinter ACS 64 mit den M-Fleet Personenwagen. Außerdem gibt es auch Fahrzeuge für den Personennahverkehr der Gesellschaft MBTA. Dazu eben einen passenden Steuerwagen und die passende Diesellokomotive. Und last but not least, die vierte Strecke der Transom World 4 Special Edition. Da geht es um unser Nachbarland Frankreich. Es ist die Strecke LGW Méditerranée. Diese Strecke ist auf dem Stand von Transom World 2. Sie verbindet Marseille mit Avignon, und hier kann der TGV Duplex gefahren werden mit Geschwindigkeiten von bis zu 320 Stundenkilometern. Es ist eine reine Hochgeschwindigkeitsstrecke. Diese Strecke dürfte eigentlich fast jeder im Besitz haben, denn sie war ja in diesem Jahr mal eine Zeit lang kostenlos erhältlich. Also ihr seht, es ist ein sehr, sehr umfangreiches Paket, was euch die Transom World 4 Special Edition bietet. Ja, und hier sehen wir nochmal einen kurzen Überblick über alles, was ich euch hier gerade gezeigt habe. Die Strecken und Züge, die in den drei Transom World 4 Editionen, die jetzt aktuell vorbestellt werden können, enthalten sind. Also Standard-Edition, alle drei neuen Strecken sowie das Trainingscenter, und zu den drei neuen Strecken gibt es auch jeweils ein neues Fahrzeug. Wir sehen die Deluxe-Edition. Diese verfügt zusätzlich über die deutsche Strecke Dresden-Riesa sowie die exklusiven Fahrzeuge Flying Scotsman und Vectron, und natürlich dann die große Special Edition, aber auch die teuerste Edition. Diese verfügt neben allen Inhalten der Deluxe Edition auch über die vier weiteren Strecken. Die Special Edition lohnt sich, das ist meine ganz persönliche Meinung, eigentlich nur, wenn ihr einen Teil dieser vier Strecken noch nicht besitzt, zum Beispiel zwei der Strecken noch nicht im Besitz habt und ihr euch für diese Strecken interessiert, dann kann sich ein Kauf oder eine Vorbestellung der Special Edition lohnen. Es gibt natürlich aktuell auch noch Vorbestellerpreise. Es wird auch regionale Editionen von Transom World 4 geben. Hier ist dann jeweils nur eine
Strecke und das Trainingscenter von Trains in World 4 enthalten. Welche Editionen das dann genau sind, dazu habe ich euch ein separates Video gemacht. Da schaut ihr euch am besten das Video an. Trains in World 4 Editionen und Preise. Da geht es dann nochmal um die verschiedenen einzelnen Editionen, die es gibt. Wie gesagt, aktuell, der aktuelle Stand ist, es wird 8 Editionen von Trains in World 4 geben. Davon sind es 5 regionale Editionen, also wo eben eine Strecke nur dabei ist. Und dann eben die 3 großen Editionen Standard, Deluxe und Special, die ich euch jetzt hier nochmal im Detail gezeigt habe und die ihr ab sofort und mittlerweile vorbestellen könnt. Wie gesagt, Special und Deluxe Edition können bereits ab 21. September gespielt werden. Die Standard-Edition und die restlichen Editionen dann ab dem 26. September 2023. Ja, und das war's für heute mit Trains in World 4. Was ist eure Meinung? Habt ihr Trains in World 4 schon vorbestellt und welche Editionen habt ihr von Trains in World 4 bereits vorbestellt? Schreibt's doch mal in die Kommentare. Ich danke euch wieder bis hierhin fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Freue mich, wenn ihr im nächsten Video wieder am Start seid. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Euer Felix, der Weise.